As the air war escalated, it became clear that assaults would need to be mounted from places other than Britain in order to attack the southern reaches of the Reich. North Africa was considered, but abandoned once the Allies had gained a foothold in Italy, the perfect base for the newly formed US 15th Air Force, which was born on November 1, 1943. A total of 23 Italian bases were used during the war, the majority being constructed around the towns of Foggia and Cerignola. The 15th US Air Force was put under the command of Lieutenant James Doolittle, who was succeeded by General Nathan Twining. Consisting of more than 1,600 aircraft at its peak, the 15th attacked targets in Romania, Hungary, and southern areas of the Reich, raids which further stretched Germany's resources. Despite the unfriendly climate and the additional hazard of the Alps in northern Italy, the pilots of the 15th played their full part in the eventual Allied victory. Seit nahezu zwei Monaten stehen die Verteidiger von Budapest von ihren Verbindungen abgeschnitten in heldenmütigem Kampf. Im Herzen der Donaustadt sind Männer und Frauen beim Bau von Barrikaden. Diese Bilder wirken wie ein Symbol für den Abwehrwillen Europas gegen den Bolschewismus. So trägt jeder sein Teil dazu bei, dem Feind den Besitz der Stadt so lange wie möglich zu erwehren. Wo bolschewistische Panzer sich zeigen, nehmen deutsche und ungarische Flakbatterien sie unter Feuer. Im Hintergrund die Burg. Südwestlich von Budapest haben starke deutsche Panzer. Seit nahezu zwei Monaten stehen die Verteidiger von Budapest lassen sie ihren Verbindungen abgeschnitten und in heldenmütigem Kampf. Infanterie in der Donaustadt brechen Männer und Frauen beim Bau von Barrikaden. Diese Bilder wirken wie ein Symbol für den Abwehrwillen Europas gegen erschlagene sowjetische Sturmgeschütze. So trägt jeder sein Teil dazu bei. Hier mussten die Bolschewisten unter blutigen Verlusten erfahren, dass die deutsche Faust in ihrer Kraft nichts eingebüßt hat. Hinter den deutschen Soldaten steht ein einiges Volk, die entschlossen weiß für die Freiheit der Wiedereinnahme durch unsere Truppen. Bereitstellungen des Gegners werden durch einen Feuerüberfall zerschlagen. Seeking shelter for herself and her baby, Anna Zedek encountered a group of Red Army soldiers. Dann kamen Russen und haben mich immer beleuchtet mit Taschenlampen, nicht, oder was sie da hatten. Und dann kam einer und sagt, Frau, jetzt bekommst du ein Quartier. Und das Quartier waren Luftschutzbunker und in dem stand ein Tisch drin. Und in der Nacht kam ein Russe nach dem anderen und alle haben mich da auf dem Tisch vorgenommen. Da ist man wie tot. Der ganze Körper ist wie verkrampft. Ekel empfindet man da. Ekel. Ich kann mich nicht anders ausdrücken. Das war doch alles gegen unseren Willen. Wir waren ja freiwillig für die. Das ging am Laufenden. Ich kann nicht sagen, 10, 15, jedenfalls das kam und ging. Das sind viele, die hintereinander gekommen sind. Die haben nichts, einer weiß ich, der wollte auch, ich soll mich hinlegen und dann sagt er, wie viele Kameraden sind schon da gewesen, ziehen sie sich an. Если вы узнали, что кто-то кого-то изнасиловал, то... Да, никто на это не обращал внимания, наоборот, рассказывали солдаты друг другу, и, так сказать, это был такой импульс, так сказать, его геройства или доблести, или как так сказать, что он там переспал с такой-то, понимаешь, женщиной, или одной, или двумя, или тремя. Вот так. Даже если кого-то там и убили, ну так мало ли что. Это же война. А подумаешь, большое дело там, понимаешь, переспал солдат из
какой-то женщины там или девушка. Вам не обидно, когда слышите об этом? Ну, конечно, обидно. Ну, обидно и не то, что обидно. Обидно, так сказать, за то, что репутацию такую наша страна получила. И с другой стороны, понимаете, и злостно на тех людей, которые так делали. Мне это не подходит. Я отрицательно, абсолютно отрицательно к этим людям отношусь. Абсолютно отрицательно. It is estimated that as many as 2 million German women were raped by Red Army soldiers. Only a handful of Soviet soldiers were ever court-martialed for the offense.